Ja, einen schönen Nachmittag, beziehungsweise eigentlich schon Abend. Willkommen zu meinem Talk zum Thema Die Zukunft von .NET am Server. Ich bin Manfred Steyer, ich unterrichte am Wochenende an einer Fachhochschule in Graz. Dort sind wir auf berufsbegleitende Studieren spezialisiert. Das heißt, man kann sich da als Berufstätiger einen Abschluss erarbeiten, einen Abschluss nachholen. Und unterhalb der Woche bin ich für iDivisions tätig. Da bin ich als Trainer und Berater unterwegs und helfe Firmen bei der Entwicklung von verteidelten Systemen, aber auch bei der Entwicklung von Websystemen. Ja, und ich habe auch eine Dropbox, wie man hier sieht. Wobei, das ist wahrscheinlich hier nicht ganz so wichtig. Ja, wenn ich nicht gerade Kunden bei der Projektarbeit helfe, dann schreibe ich zwischendurch Bücher, habe in der letzten Zeit 2 Tierbücher bekommen. Das rechte ist wahrscheinlich das Buch mit dem hässlichsten Covertier überhaupt, bin aber trotzdem stolz drauf. Und das linke Buch hat einen Speisefisch bekommen, keine Ahnung, was mir der Verlag damit sagen möchte. Auf jeden Fall geht es in diesen Büchern über ASP.NET, aber auch sehr stark um das Thema JavaScript. Im ersten Buch geht es um den Mix von beiden, im zweiten Buch geht es um Angular.js. Darüber hinaus habe ich gerade auch auf der FH ein Projekt laufen, das für Sie interessant sein könnte. Das nennt sich Leadership bzw. Software Engineering Leadership. Da geht es um ein Masterprogramm für berufstätige Leute, die sich im Bereich der Führung von Software-Teams weiterentwickeln wollen. Das Ganze ist berufsbegleitend und findet auch hier in Deutschland statt. Also wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie mal vorbei, softwareengineeringleadership.de. Ja, zum Inhalt von dieser Session. Ich möchte mit aktuellen Trends starten. Aktuelle Trends, die uns Entwickler, auch uns Webentwickler, in der letzten Zeit sehr auf Trab gehalten haben. Dann werden wir uns anschauen, wie ASP.NET heute ausschaut und wie ASP.NET heute diese Trends adressiert. Ja, und dann werden wir einen Ausblick machen auf das neue ASP.NET 5. Wir werden uns anschauen, wie ASP.NET 5 diese Trends besser unterstützen wird. Dann gibt es eine Demo und am Ende gibt es dann noch ein Fazit. Starten wir mit den aktuellen Trends. Sie werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben, die Zeiten, in denen wir nur mehr für den IBM-kompatiblen PC programmieren müssen, wo wahrscheinlich ein Windows draufläuft, die sind vorbei. Das war eine Zeit lang der Fall, ungefähr, weiß ich nicht, 20 Jahre, vielleicht auch länger, war das die Standardplattform. Mittlerweile gibt es zig andere Plattformen zu adressieren und die Kunden erwarten sich auch, dass wir all diese Plattformen adressieren. Seien es Handys, seien es verschiedene Tablets, seien es Smartwatches, auf all diesen Plattformen müssen wir früher oder später landen. Der Kunde erwartet es sich. Ja, und da kommt jetzt nicht nur ins Spiel, dass all diese Plattformen unterschiedliche Betriebssysteme und unterschiedliche APIs verwenden, da kommt auch zu tragen, dass all diese Plattformen gänzlich unterschiedliche Formfaktoren mit sich bringen. Vom großen Bildschirm, vom großen Smart TV bis zum kleinen Handy, überall soll unsere Anwendung laufen. Eine weitere Herausforderung ist das Internet der Dinge. Ich habe das hier mal durch diesen Intel Edison symbolisiert. Mittlerweile ist es so, dass auf immer mehr Geräten irgendwie ein Chip drauf ist, der sich mit dem Internet verbindet. Und diese Chips, die müssen wir auch adressieren. Ich habe Kunden, und es tut mir im Herzen weh, die haben sich aufgrund so eines Internet der Dinge Projekts von Microsoft abgewandt. Die haben sich von .NET abgewandt. Die haben sich gesagt, auf diesen Prozessoren, auf diesen Mini-Rechnern läuft meistens ein Linux und drum machen die Node.js. Ja, tut mir leid, aber ja, ist halt leider so, die haben wir als .NET-Kunden verloren, die machen das Konkurrenzprodukt. Eine weitere Herausforderung. Eine dritte Herausforderung ist die Cloud. Das muss jetzt nicht unbedingt die große Cloud da draußen sein, die öffentliche Cloud. Das kann auch Ihre Cloud sein, Ihr Datencenter. Es geht also in Richtung Virtualisierung. Wir wollen unsere virtuellen Ressourcen bestmöglichst ausnutzen können. Wir wollen auf einem physischen Rechner möglichst viele logische Rechner simulieren können. Und wir wollen nicht davon abhängig sein, was uns der Administrator hier in unserer Cloud, in dieser Cloud da draußen, wie auch immer, installiert.
Ich habe Kunden, die würden so gerne .NET 4.5 einsetzen, die sagen, wir würden so von Async und Await profitieren, bei uns ist so viel asynchron, wir kriegen aber nur .NET 3, weil unsere Organisation hat nur .NET 3 freigegeben und aus dem Grund gibt es auf allen Servern auch nur .NET 3. Eine Herausforderung, die immer häufiger kommen wird, wo wir immer mehr auf virtualisierte Rechner auslagern, Rechner, die irgendwo im Rechenzentrum betrieben werden. Ja, darüber hinaus ist es auch so, dass im Bereich der Kommunikation zwischen Servern bzw. der Kommunikation zwischen Client und Server HTTP-Services sehr modern sind. Man verwendet einfache HTTP-Anfragen, um Daten zu bekommen und man kriegt dann strukturierte Daten über HTTP-Retour, zum Beispiel JSON-basierte Daten, wie hier meine Flüge, die ich hier angefordert habe. Vor 10 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Vor 10 Jahren haben wir was gemacht? SOAP oder XML. Wenn Sie vor 10 Jahren kein XML gemacht haben, dann waren Sie nicht dabei. Das hat sich ja fast keiner sagen getraut, dass er nicht XML und nicht SOAP gemacht hat. Da ist er ja gleich als Schmuddelkind irgendwo abgestempelt gewesen. Heute ist es nicht mehr so. Heute haben wir begriffen, dass XML und SOAP, so toll sie auch sind, einen gewissen Overhead mit sich bringen. Einen Overhead und auch Komplexität, die häufig gar nicht nötig ist. Und gerade dann, wenn es um eine direkte Kommunikation zwischen Server und Server oder Client und Server geht, da haben wir mit HTTP alles, was wir brauchen. Wir schicken einfach über HTTP strukturierte Daten hin und her. Und somit können wir auch wunderbar alle möglichen Plattformen adressieren. Das Handy, auf dem vielleicht gar kein SOAP-Stack vorhanden ist, auch moderne mobile Webanwendungen, die natürlich mit HTTP besser umgehen können, wie mit SOAP und XML. JavaScript per se kann sicher mit JSON besser umgehen als mit XML. Ja, wie schaut das neue ASP.NET aus? Das neue ASP.NET, beziehungsweise das aktuelle ASP.NET, bevor wir uns mit dem neuen beschäftigen, hat einige Frameworks, die diese Trends bereits unterstützen. Da haben wir zum Beispiel leichtgewichtige Frameworks wie MVC oder Web API. Mit MVC können Sie sehr, sehr einfach Webdateien ausliefern, Webdateien, die sich sehr, sehr stark auf JavaScript abstützen. Es ist ja so, dass wir vor 10 Jahren JavaScript noch möglichst gemieden haben, oder? Ich kann mich erinnern, es war am Beginn der Nullerjahre. Ich habe da mal eine Abnahme nicht bekommen, weil wir zu viel JavaScript eingesetzt haben. Der Kunde hat gesagt, nee, das zahle ich nicht, das nehme ich nicht ab. Da ist ein Window Open drinnen, will ich nicht. Heutzutage wäre das undenkbar, oder? Heutzutage funktioniert das halbe Web gar nicht mehr ohne JavaScript. Heutzutage wollen wir sogar JavaScript haben, um eine entsprechende User Experience zu kriegen, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern, um ein deutsches Wort zu nutzen, beziehungsweise um alle möglichen Formfaktoren zu adressieren, wollen wir sowas wie JavaScript in Kombination mit CSS haben. Und genau in den Bereichen, wo wir JavaScript, CSS, HTML möglichst direkt verwenden wollen, da punkten Frameworks wie MVC oder auch Webpages, beides sind Frameworks, um Webcontent auszuliefern. Ich habe hier ganz bewusst Webforms nicht mehr stehen. Webforms gehört zur alten Welt, wo Sie möglichst viel am Server gerendert haben, wo Sie sich möglichst wenig mit Sachen wie JavaScript und CSS auseinandersetzen wollten. Im Bereich von Services haben wir heutzutage Web API und SignalR. Mit der Web API können Sie sehr leichtgewichtige Services anbieten, HTTP-basierte Services. Mit SignalR können Sie HTTP-basierte Services anbieten, die Ihnen sogar eine Benachrichtigung senden. So nach dem Motto, deine Aktien sind gefallen, deine Frau hat sich scheiden lassen und dein Hund will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. So Sachen kann man da zum Client runterpushen. Ich habe hier ganz bewusst nicht mehr WCF stehen. WCF gehört zu dieser etwas älteren Welt, wo wir noch SOAP verwendet haben, wo wir schwergewichtige Frameworks basierend auf XML verwendet haben. WS Stern zum Beispiel. Da haben wir, wie wir vorhin festgestellt haben, mittlerweile entdeckt, dass das häufig zu viel Overhead hat und mittlerweile trauen wir es uns auch zu sagen.
war ja lange Zeit nicht der Fall. Da hat jeder sagen müssen, ich mache XML. Es ist der Status quo. Wir haben da einige leichtgewichtige Frameworks für genau diese modernen Use Cases. Und darüber hinaus haben wir einige Stärken, wenn wir uns ASP.NET anschauen. Eine so eine Stärke sind die vielfältigen Optionen. ASP.NET ist groß, das .NET Framework selber ist groß. Wir finden da Möglichkeiten für alle möglichen Anforderungen. Wir finden da Möglichkeiten für verschiedene Datenzugriffsszenarien. Wir finden da verschiedene Web-Frameworks, die wir auf verschiedene Arten einsetzen können. Auch .NET an sich ist groß. Sie finden da drinnen so ziemlich alles, was Sie brauchen. Kryptographie, Datenzugriff, Netzwerkzugriff, XML, wenn Sie es brauchen, JSON und so weiter und so fort. Sie haben da wirklich ein großes Framework, das wenig Wünsche offen lässt. Ist nicht überall so. Es gibt Bestrebungen, es gibt Frameworks, wo Sie all diese Features aus der Community kriegen. Und wenn in der Community noch keiner sowas geschrieben hat, dann sind vielleicht Sie der Erste, der den Zugriff auf Oracle ausprogrammiert. Wir haben mit ASP.NET typsichere Sprachen. Wir haben sowas wie ein C#, eine sehr moderne Sprache, wo man sehr viel investiert hat, um moderne Sprachmerkmale wie Lambdas und Co. reinzubringen, wo man sowas wie Link hat. Wir müssen nicht die ganze Zeit dynamisch entwickeln, wie es auf anderen Plattformen der Fall ist. Wir können, es gibt auch Dynamic, wir müssen aber nicht. Und wir haben gute Werkzeuge. Okay, man kann darüber streiten, ob Visual Studio immer der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich würde sagen, mit Visual Studio, mit einem ReSharper kann man schon einmal ganz produktiv sein. Das ist schon eine ganz nette Kombination. Klar, Luft nach oben gibt es bei jedem Werkzeug. Wie schaut es jetzt mit der Konkurrenz aus? Und ich habe da nicht rein zufällig Node.js stehen, weil die haben in der letzten Zeit einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Konkurrenz wie Node.js ist leichtgewichtig. Sie können das sehr leichtgewichtig debuggen. Sie müssen nicht kompilieren, nachdem Sie etwas geändert haben. Sie ändern einfach Ihren Code, drücken F5 und sehen, dass die Änderung Ihren Bug noch immer nicht behebt hat. Also ändern Sie nochmal den Code und so weiter. Aber Sie müssen nicht kompilieren. Sie haben auch bei Node.js die Möglichkeit, einen minimalen Server zu erzeugen. Einen minimalen Server, der genau das tut, was Sie brauchen. Brauchen Sie Kryptographie, dann nehmen Sie es rein. Brauchen Sie keine Kryptographie, dann lassen Sie es weg. Brauchen Sie HTTP-Komprimierung, dann nehmen Sie es rein. Brauchen Sie es nicht, dann lassen Sie es weg. Es ist ein Grund, wahrscheinlich nicht der Hauptgrund, aber ein Grund, warum Node.js so schnell ist. Sie können sich Ihren minimalen Server zusammenstoppeln. Sie müssen nicht den großen, ausgewachsenen IIS verwenden. Side by side, auch etwas, das für Node.js spricht. Sie können Node.js mit Ihrer Anwendung mitdeployen. Wenn Sie die Version X verwenden wollen, dann deployen Sie halt die Version X mit Ihrer Anwendung mit. Wenn Sie die Version Y verwenden wollen, dann deployen Sie einfach die Version Y mit. Sie sind nicht davon abhängig, was Ihnen Ihr Administrator am Server zugesteht. Sie wissen ja, Programmierer und Administratoren, das sind natürliche Fressfeinde, die können sich nicht gegenseitig ausstehen und insofern führt es auch immer wieder zu Konflikten. Die haben es ja nicht, sie haben hier ein Side-by-Side-Deployment. Node.js ist plattformunabhängig, genau der Grund, warum ich diesen einen Kunden verloren habe, genau der Grund, warum dieser eine Kunde für sein Internet der Dinge-Projekt nicht .NET, sondern Node.js verwendet. Er will das Ganze auch auf einen Linux-Server laufen lassen, der vielleicht nur auf einem kleinen Internet der Dinge-Gerät installiert ist, ein kleines Internet der Dinge-Gerät, das man sich in die Steckdose steckt und es ab sofort dann zum Beispiel die Klimaanlage und die Heizung steuert. Und Asynchronität, auch ein Punkt, für den Node.js sehr bekannt ist, ein Punkt, der dazu führt, dass Node.js so verdammt schnell ist. Node.js arbeitet sehr, sehr stark asynchron. Bei dem Punkt haben wir aufgeholt, oder? Wenn Sie sich .NET für 5 vor Augen halten, da ist viel passiert mit Async und Await. Da sind wir auf einem guten Weg. Bei den anderen Punkten gibt es Aufholbedarf.
Ja, und Microsoft hat sich das auch angeschaut und hat sich gefragt, ja, was hindert uns denn, so gut zu sein wie die Konkurrenz? Was hindert uns denn, unsere Vorzüge mit den Vorzügen der Konkurrenz, mit den Vorzügen von Node.js zu verknüpfen? Und da hat man einige Gründe gefunden. Ein Grund ist, dass ASP.NET sehr, sehr stark an den IIS gekoppelt ist. Und das bringt ein Problem, wenn es um Plattformunabhängigkeit geht. IIS gibt es halt nun einmal nur für Windows und insofern können Sie ASP.NET nicht ohne weiteres auf andere Plattformen portieren. Es ist irgendwie so, dass die älteren ASP.NET Frameworks, Webforms, aber auch noch MVC sehr, sehr stark mit IIS verzahnt sind. Ja, und das schränkt aber auch die Leichtgewichtigkeit ein. Sie brauchen immer diesen großen, umfangreichen IIS. Er mag ja ein gutes Produkt sein, aber immer will man nicht dieses umfangreiche Produkt haben. Auch im Bereich der Architektur liegen Gründe, warum .NET nicht so leichtgewichtig sein kann wie ein Node.js. .NET ist nun einmal eine Sprache, die kompiliert wird. Das heißt, wenn Sie etwas am Code ändern, dann müssen Sie einmal durchkompilieren und erst dann sehen Sie, ob Sie im Zuge des Debuggens Ihren Bug behoben haben. Ja, und .NET ist nun einmal Stand heute eine Plattform, die installiert wird, wo ein Administrator einen Installer laufen lassen muss, damit man die jeweilige .NET-Version am Server zur Verfügung hat. Das ist nichts, was per Definition Side by Side erlaubt. Ein weiterer Grund liegt in der Komplexität von .NET. .NET ist groß, riesengroß. .NET ist über 12 Jahre gewachsen. Und insofern ist es naiv zu glauben, dass man dieses große .NET von heute auf morgen komplett auf Linux, komplett auf macOS, komplett auf eine andere Plattform portieren könnte. Man hat sich bei Microsoft auch die Frage gestellt, ja, warum sind wir denn so stark an den IIS gekoppelt? Und der Verantwortliche, der Schuldige, der war schnell gefunden. Der Schuldige ist System.web. System.web ist jene Komponente, die innerhalb von IIS ASP.NET bootet. Die kümmert sich auch um so allgemeine Sachen wie Caching, Session Handling, aber auch das Auslesen der Webconfig. Und diese Komponente, dieses System.web, ist sehr, sehr stark mit IIS verzahnt, aber auch sehr, sehr stark mit ASP.NET Frameworks verzahnt, sehr stark mit Webforms, aber auch einigermaßen stark mit MVC. Bei Web API hat man das versucht zu vermeiden. Dafür hat man Stand heute bei Web API andere Probleme. Man hat aus dem Grund gewisse Sachen neu entwickeln müssen für die Web API, die schon da waren, die allerdings mit System Web verzahnt waren. Das heißt, man hat gesehen, System Web ist schuldig und System Web muss raus. Und das ist eine der Gründe, warum man mit ASP.NET 5 einen Neustart macht. Man möchte sich von System.web entfernen und man möchte im Zuge dessen auch versuchen, all die anderen Vorteile der anderen Plattformen wie Node.js an Bord zu holen. Wie schaut dieses neue ASP.NET 5 aus? Dieses neue ASP.NET 5, das wird nach wie vor auf der klassischen CLI laufen, auf jener CLI, die Sie seit Jahren verwenden. Das wird aber auch auf einer neuen CLI laufen, auf der sogenannten Core CLI. Die Core CLI ist eine abgespeckte Variante der CLI, eine abgespeckte Variante, die auf unterschiedlichen Plattformen läuft. Microsoft ist hier dahinter, dass diese Core CLI auf Linux portiert wird, aber auch auf macOS und Stand heute funktioniert das auch schon sehr, sehr gut, der Betrieb unter diesen Plattformen. Und die Core CLI ist nicht mehr gekoppelt an den IIS, wenn es um ASP.NET geht. Sie können ASP.NET 5, wenn es auf der Core CLI läuft, entweder komplett ohne IIS betreiben, im Self-Hosting-Mode, genauso wie wir es aus der Welt der WCF gewohnt sind. Sie können die Core CLI allerdings auch innerhalb von IIS hosten und dazu gibt es ein neues, leichtgewichtiges Modul, Codename Helios. Helios ist ein sehr schmaler Layer, welcher es ermöglicht, dass man die Core CLI mit ASP.NET 5 in IIS bootet.
Ja, und das Ganze stellt Microsoft als Cloud Server Optimized Stack dar. Cloud Server Optimized Stack deswegen, weil dieser Stack hier zum einen sehr leichtgewichtig ist, aber auch weil dieser Stack sowas wie ein Side-by-Side-Deployment ermöglicht. Und es ist wirklich toll, vielleicht haben Sie schon gehört, die Core CLA besteht aus Nugget-Paketen und Sie können sich Ihre Nugget-Pakete selber zusammensuchen. Wenn Sie sagen, Sie brauchen XML, dann nehmen Sie einfach das Paket für XML rein in Ihr Deployment. Wenn Sie sagen, nee, Sie brauchen kein XML, dann lassen Sie es draußen. Wenn Sie sagen, Sie brauchen JSON, dann nehmen Sie es rein, sonst lassen Sie es draußen. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie stellen sich Ihr eigenes .NET zusammen, Sie haben Ihr schlankes .NET, Ihre schlanke Core CLA und deployen dieses .NET mit Ihrer Anwendung auf Ihren Server. Cloud Optimized ist hier eher ein Marketingausdruck. Jemand hat einmal gesagt, mit Cloud ist jede Cloud gemeint, auch Ihre Cloud, auch Ihre Serverlandschaft. Mittlerweile steht da zum Glück auch Server Optimized dabei. Ja, welche Eigenschaften hat jetzt dieses neue ASP.NET? Sie sind zum einen plattformunabhängig und zum anderen sind sie leichtgewichtig. Die Plattformunabhängigkeit, die erreichen Sie dadurch, dass das neue .NET ohne Bezug zu System Web implementiert worden ist. System Web hat man rausgestrichen. Sie haben ein neues Projektsystem. Ein Projektsystem, das im Wesentlichen, wie es bei Node.js der Fall ist, durch eine Ordnerstruktur beschrieben wird. Warum ist es interessant? Es ist deswegen interessant, weil Sie somit nicht mehr an Visual Studio gebunden sind, sondern weil Sie somit mit allen möglichen Plattformen programmieren können. Sie brauchen kein Werkzeug, das Ihre Solution-Datei interpretieren kann. Self-Hosting ist auch ein Punkt, der die Plattformunabhängigkeit erhöht. Sie können Ihre Webanwendung, auch Ihre Serviceanwendung, die auf ASP.NET 5 basiert, auf jedem möglichen Gerät, auf jeder möglichen Plattform hosten. Sie brauchen keinen IIS dazu. Das Ganze ist Open Source. Sie können, wenn Sie wollen, sich die Sourcen anschauen, selber etwas beisteuern oder auch selber auf die Schnelle einen Hotfix implementieren. Das ist ab und zu gar nicht unpraktisch. Wir haben Fälle gehabt, wo wir Bugs in Web-API entdeckt haben. Bei einer bestimmten Codierung ist ein Bug aufgetreten zum Beispiel. Und wenn das Ganze Open Source ist, dann tut man sich leichter, so einen Bug auf die Schnelle zu patchen, bis Microsoft selber dafür eine Lösung veröffentlicht hat. Zur Leichtgewichtigkeit trägt die Modularisierung bei. Wie schon gesagt, das neue .NET basiert komplett auf Nugget. Alle Pakete sind Nugget-Pakete. Sie können sich selber zusammensuchen, was Sie in welcher Version haben wollen. Und das erhöht die Möglichkeit im Hinblick auf Side-by-Side-Deployment. Sie deployen das mit, was Sie brauchen, aber das verringert auch den Platzbedarf auf der Platte, sowohl auch als auch im Hauptspeicher. Sie haben kein Strong Naming mehr. Das macht das neue .NET auch leichtgewichtiger. Strong Naming war ja eine ganz nette Idee, oder? Die Idee war es, dass man Assemblies signiert, sodass niemand in die Assembly Schadcode einschleißen kann. Jetzt würde ich allerdings sagen, naja, wenn Sie das Problem haben, dass jemand auf Ihren Server in Ihre Assembly Schadcode einschleust, dann haben Sie ein ganz anderes Problem. Dann liegt es sicher nicht daran, dass .NET schlecht ist, sondern dann ist irgendwo anders ein Sicherheitsmechanismus gebrochen. Vielmehr ist es so, dass Strong Naming auch sowas wie Batching verhindert. Sie können nicht ohne weiteres in Ihrer Assembly eine Klasse austauschen, weil dann verletzen Sie ja Ihre Signatur und somit können Sie die Assembly nicht mehr laden. Und genau aus dem Grund verabschiedet man sich von Strong Naming. Das Problem, das Strong Naming adressiert, müsste eigentlich woanders gelöst werden, durch die Firewall. Und zum anderen verhindert es ein rasches Patching. Ja, Ihre Projekte werden selber zu Nugget-Paketen. Da wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Ihrem eigenen Projekt und einem Nugget-Paket. Und es ist eine tolle Sache, wenn Sie aus der PHP- oder Node.js-Welt kommen, Sie haben etwas, das ich hier mal als Compile to RAM bezeichne.
Sie drücken F5 im Browser und Ihre Anwendung wird sofort neu on the fly kompiliert, in den RAM reinkompiliert. Sie müssen also nicht mehr händisch kompilieren. Sie sehen sofort, wenn Sie F5 drücken, die Auswirkung Ihrer Programmänderung. Habe dann hierzu auch noch eine kleine Demo vorbereitet. Ja, System Web fliegt raus, habe ich schon erwähnt. Das bedeutet allerdings auch, dass die Features, die System Web Stand heute mit sich bringt, neu implementiert werden müssen. Und es sind Features rund um Sessions, rund um Caching, rund um die Konfiguration, Web-Config sage ich nur, aber auch rund ums Routing. Das muss neu implementiert werden. Das wird auch neu implementiert werden. Und die Konsequenz ist, machen wir uns nichts vor, wir kriegen somit Breaking Changes. Das Ganze ist also hier ein Neustart, der mit Breaking Changes verbunden ist. Jetzt hat sich Microsoft gesagt, naja, wenn wir da eh schon Breaking Changes haben müssen, aufgrund der geplanten Architektur, um unsere Ziele zu erreichen, dann können wir ja gleich aufräumen. Dann können wir ja gleich hier ordentlich einen Frühjahrsputz machen und Mehrgleisigkeiten aus dem Weg räumen. Und Mehrgleisigkeiten gibt es nun einmal mehr als genug. Wenn Sie sich zum Beispiel das heutige MVC anschauen und wenn Sie das heutige MVC mit der Web-API vergleichen, dann werden Sie herausfinden, dass beide Frameworks ein Controller-Konzept haben. Sieht ähnlich aus, fühlt sich ähnlich an, hat ähnliche Ideen hinter sich, ist allerdings ein komplett anderes Konzept, eine komplett andere Implementierung. Dasselbe gilt für das Filterkonzept, für den Modelbinder, für Routing, für den Dependency Resolver, aber auch für andere Konzepte. Man hat das Gefühl, dass die Web-API eine Kopie von MVC ist, eine Kopie, die dann ein wenig modifiziert worden ist. Und ich weiß jetzt nicht, was Sie gelernt haben. Ich habe gelernt, das soll man eher nicht machen. Warum hat man das gemacht? Naja, das war halt der verzweifelte Versuch, sich von System Web zu verabschieden. Man hat mehr oder weniger MVC kopiert und geschaut, dass man aus der Kopie die Abhängigkeit zu System Web rauskriegt. Das ist auch gelungen. Dafür hat man hier zig Mehrgleisigkeiten. Wenn Sie sich Webpages und MVC anschauen, dann finden Sie da auch eine große Mehrgleisigkeit, nämlich Razer. Die Vue-Technologie Razer kommt hier auch in beiden Silos zum Einsatz. Ja, und das möchte man vermeiden. Und aus dem Grund wird MVC 6 der Nachfolger von MVC 5, von der Web-API, aber auch von Webpages werden. Das heißt, diese drei Frameworks, die fließen alle in das neue MVC 6 ein. Wir haben somit ein einheitliches Framework und keine Unterscheidung mehr zwischen dem Controller in der Welt von MVC und dem Controller in der Welt der Web-API. Dasselbe gilt auch für alle anderen Konzepte. Schöne Sache, hätten wir uns von Anfang an gewünscht. Wir haben auch einheitliche Konzepte für so Sachen wie Dependency Injection, Routing, Filtering und so weiter. Da müssen wir nicht mehr mehrgleisig fahren. Wie schaut eine mögliche Migration aus? Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn es da Breaking Changes gibt, wenn da aufgeräumt wird, dann wird die Migration nicht gratis sein. Sie werden die Migration auch nicht mit einem schlauen, regulären Ausdruck hinkriegen. Sie müssen Code umschreiben. Die Migration bedingt, dass Sie Code abändern. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, nachdem Microsoft versucht hat, die High-Level-APIs einigermaßen gleich zu lassen. Fakt ist aber, das wird ein Automatismus nicht schaffen. Sie müssen selber Hand anlegen. Die Unterschiede, die liegen hier im Detail. Es ist allerdings so, dass Sie nicht von heute auf morgen migrieren müssen. Die bestehenden Framework-Versionen, die existieren nach wie vor. Die werden auch nach wie vor gewissermaßen in einem beschränkten Rahmen wahrscheinlich weiter gepflegt. Es gibt neben dem .NET 5 auch noch immer den .NET 4X-Versionsstrang. Es ist auch der Grund, warum wir zeitgleich ein .NET 5 und ein .NET 4.6 bekommen. 4.6 ist die klassische Welt. Das klassische .NET 5.0 ist die neue, leichtgewichtige, plattformunabhängige Welt. Ja, und wenn Sie sagen, nee, ich habe nichts von der neuen Welt, oder wenn Sie sagen, nee, ich kann nicht sofort migrieren, kein Problem, Sie können auf 4x bleiben, Sie müssen nicht sofort migrieren.
WCF und Webforms wird allerdings nicht in die neue Welt migriert werden. WCF und Webforms gehören zum einen ja dieser alten Denke an, zum einen man macht viel am Server, zum anderen man macht viel mit SOAP und XML und zum anderen sind diese beiden Frameworks sehr, sehr stark mit System Web verwebt. Aus dem Grund wird es da keine Portierung geben. Diese Produkte, die werden auf .NET 4X bleiben. Auch die alten Versionen von Web API, von MVC, die bleiben auf 4X. Auf 5.0 haben sie dann das neue MVC 6 zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie sich das klassische .NET vorstellen, dann werden Sie da nach wie vor WCF ausführen können, nach wie vor Webforms, nach wie vor MVC 5, nach wie vor Web API 2. Da ändert sich vorerst nichts. Und Sie können langsam in die neue Welt der Core CLA migrieren, in die neue Welt von ASP.NET 5 mit MVC 6. So, ich denke, ich habe genug gelabert. Schauen wir uns das mal praktisch an, live und in Farbe. Dazu habe ich hier in meiner virtuellen Maschine ein Visual Studio gestartet. Und da drinnen, da lege ich mir jetzt mal ein neues Projekt an. Das Ganze wird ein neues ASP.NET-Projekt werden. Die Spannung steigt, wird er es schaffen? Ja, da nehmen wir eine neue ASP.NET Web Application und die nenne ich jetzt einfach mal DWX-Demo. Schuss. Dann kommt gleich dieser nette neue Dialog, den Sie auch aus der Welt von Visual Studio 2013 kennen, wo Sie gefragt werden, was Sie jetzt wirklich mit ASP.NET machen wollen. Und da gehe ich mal auf Website. Nachdem mir das Ganze recht langsam vorkommt, schaue ich mal, ob meine Dropbox deaktiviert ist. Die werde ich mal deaktivieren. Das bringt ein wenig Bandbreite erfahrungsgemäß. So, es wird ein neues Projekt erzeugt. Es geht ruckzuck, wie Sie sehen. Wäre ein guter Zeitpunkt für einen Witz. Kennt wer einen guten Witz, um die Lücke zu füllen? Nix. Irgendeinen Österreicher Witz oder so. Das haben wir gleich, genau, der kürzeste Entwicklerwitz. Also ich habe jetzt auch einmal von einem Österreicher gehört, der hat einen furchtbaren Unfall gehabt. Ich darf das ja sagen, nachdem ich selber Österreicher bin, dem ist eine Schnecke hinten reingelaufen. Es ist tragisch ausgegangen. Okay. Ja, der ist böse, oder? So, die Anwendung ist da. Das ist ruckzuck gegangen. Das Ganze ist eine MVC-Anwendung, eine MVC-6-Anwendung und als ersten markanten Punkt sehen wir hier eine Project JSON. Die ersetzt so ein wenig die Web-Config, die gehört zum alten Eisen, die ist ja von System Web interpretiert worden und die wird es in zukünftigen Versionen genauso wenig wie System Web geben. Diese Project JSON, die beinhaltet alle Abhängigkeiten, die unser Projekt hat. Und es sind im Wesentlichen Libraries, Nugget-Pakete, die wir bei uns einbinden wollen. Es gibt nach wie vor einen grafischen Dialog für Nugget-Pakete. Die richtigen Programmierer nutzen allerdings hier die JSON-Schreibweise. Das ist auch gar nicht arg, weil sie haben hier drinnen IntelliSense, Nugget-basierte IntelliSense, wie man es auch aus anderen Plattformen kennt. Ja, und da können Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass Sie Entity Framework, was haben wir da vorhin gehabt, SQL Server hinzufügen wollen. Auf der rechten Seite haben Sie hier die Versionsnummer stehen. Da kriegen Sie auch über IntelliSense verschiedene Versionsnummern angeboten, sofern es verschiedene Versionsnummern in Ihrem Repository gibt. Derzeit gibt es wohl nur die Version Beta 4 von 7.0.0. Wenn man da weiter runterfährt, dann sieht man da drinnen auch Commands. Commands sind Befehle, die Sie über die Kommandozeile anstarten können. Da gibt es zum Beispiel einen Befehl Web. Und der Befehl, der stützt sich auf das Nugget-Paket Microsoft ASP.NET Hosting ab.
Das bedeutet, wenn ich dieses Kommando über die Kommandozeile starte, dann sucht .NET innerhalb dieses Nugget-Pakets nach einer Programmklasse mit einer Main-Methode. Ja, und genau diese Main-Methode wird dann ausgeführt. Diese Main-Methode startet hier einen kleinen, leichtgewichtigen Server hoch, einen Server im Self-Hosting-Modus, und dieser Server kriegt ein paar Kommandozeilen-Argumente übergeben, und darunter befindet sich das gewünschte Board, auf dem der Server laufen soll. In dem Fall hier ist das Board 5000. Sie kriegen aber noch weitere Befehle dazu, Befehle, die Sie zum Entwickeln brauchen, einen Code-Generator, der Ihnen ein Grundgerüst für verschiedene Elemente erzeugt, für Controller, für Views, aber auch einen Code-Generator für Entity-Framework, mit dem Sie ein Reverse-Engineering aus einer bestehenden Datenbank machen können. Erst da werden Sie sich fragen, naja, warum sollte ich das wollen? Das macht ja eh Visual Studio. Visual Studio kann ein Reverse Engineering machen, Visual Studio kann für mich Controller anlegen, Visual Studio kann für mich Views anlegen. Ja, stimmt, wenn Sie Visual Studio haben, dann geht es. Wenn Sie kein Visual Studio haben, wenn Sie mit anderen Tools auf anderen Plattformen arbeiten, dann können Sie diese Command-Line-basierten Code-Generatoren einsetzen, um, ja, zumindest einen gewissen Komfort zu kriegen, den Sie ansonsten über das Tooling von Visual Studio hätten. Sie können dann hier auch noch für bestimmte Frameworks weitere Libraries einbinden. DNX451 ist das klassische .NET. .NET Classic schreibe ich hier mal hin. Und DNX Core ist das neue .NET, das .NET Core mit der Core CLA. Ja, und Sie wissen ja, das .NET Core, das basiert auf Nugget-Paketen, und das bedeutet, dass Sie mitunter Sachen explizit über Nugget einbinden müssen, die beim großen, ausgewachsenen, dicken Framework standardmäßig dabei sind. Ja, und genau aus dem Grund gibt es hier die Möglichkeit, eine eigene plattformbasierte Konfiguration zu machen. Sie könnten hier zum Beispiel sagen, bei .NET Core brauche ich auch noch sowas wie System.io, soll es hier irgendwo geben. System.io, da haben wir schon Punkt, keine Ahnung, was nehmen wir da rein. Abstractions in der Version so und so, weil das vielleicht zwar beim großen .NET dabei ist, aber beim kleinen .NET Core standardmäßig nicht verfügbar ist. Gut, so viel zum ersten Überblick über diese Project JSON, die mehr oder weniger die Web-API ersetzt. Die Web-Config ersetzt. Dann haben wir hier eine weitere Datei, die so ein wenig auch die Web-Config ersetzt, die aber auch die gute alte Global ASA oder Global ASA X ersetzt. Die Datei, die nennt sich Startup.cs. Die Datei, die wird automatisch beim Hochfahren von ASP.NET gesucht, hoffentlich auch gefunden. Und dann wird diese Datei hier mit ihrer Klasse Startup verwendet, um ASP.NET zu initialisieren. Und da gibt es drei interessante Methoden da drinnen. Da gibt es zum einen den Konstruktor. Dann gibt es hier eine Methode, die nennt sich Configure Services. Und dann gibt es hier eine Methode Configure. Configure Services bereitet Objekte vor. Objekte, die später ASP.NET, aber auch andere Frameworks wie Entity Framework benötigen. Da werden Objekte zum einen registriert und zum anderen konfiguriert. Das heißt, Sie haben am Ende von der Ausführung von Configure Services eine ganze Latte an vorgefertigten Objekten, und diese Objekte, die werden dann von den Frameworks gezogen und verwendet. Unterm Strich kommt dazu Dependency Injection zum Einsatz. Das erhöht, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Testbarkeit. Das erhöht aber hier auch die Austauschbarkeit, weil ich könnte hier an der Stelle der Standardobjekte für MVC eigene Objekte für MVC bereitstellen. Ja, und in dem Fall würde halt MVC nicht die Standardobjekte ziehen, sondern meine eigenen Objekte ziehen, und auf die Art und Weise kann ich das Verhalten von MVC dann anpassen. Ja, und dann gibt es hier noch eine weitere Methode, die nennt sich Configure. Configure registriert sogenannte Pipeline-Komponenten.
Es ist so, dass jede Anfrage, die beim Server reinkommt, durch eine Pipeline mit Komponenten durchgeschleust wird. Am Ende sitzt dann hoffentlich eine Komponente, die die Anfrage an ihren Code weiterleitet. Ihr Code erzeugt eine Antwort, eine HTTP-Antwort, und diese Antwort wird wiederum durch diese Pipeline durchgeschliffen und am Ende wird dann ihre Antwort rausgesendet zum Client. Was machen diese Pipeline-Komponenten? Die kümmern sich um allgemeine Aufgaben, die sie möglichst früh stattfinden lassen wollen. Aufgaben wie Dekomprimieren, Aufgaben wie Entschlüsseln, Aufgaben wie Security-relevante Prüfungen. Also Sachen machen diese Pipeline-Komponenten. Ja, und die letzte Komponente in der Pipeline, die wird, wie gesagt, wahrscheinlich an ihren Code weiter delegieren. Wahrscheinlich zunächst an ein Framework wie MVC und dieses Framework wird dann an ihren Code delegieren. Schauen wir uns mal die Internas von dieser Klasse an. Werfen mal einen Blick auf die Internas des Konstruktors. Da wird ein Configuration-Objekt erzeugt. Dieses Configuration-Objekt wird verwendet, um eine Konfigurationsdatei zu lesen. Die gute alte Webconfig, die gibt es ja nicht mehr. Das heißt, wenn Sie selber irgendwelche Konfigurationseinstellungen hinterlegen wollen, dann brauchen Sie dazu ein neues Framework und dieses Framework wird hier durch diese Configuration-Klasse wiedergespiegelt. Diese Configuration-Klasse kann verschiedene Datenquellen lesen. Die kann zum Beispiel JSON-Dateien lesen, die kann XML-Dateien lesen, die kann Umgebungsvariablen lesen, die kann auch INI-Dateien lesen. Da kommt Freude auf, oder? INI-Dateien. Passt wunderbar, wir haben jetzt da 30 Jahre Modern Docking, da kommt sowieso schon ein wenig 90er-Jahre-Feeling auf. Und insofern passt es ganz gut, dass wir wieder INI-Dateien einlesen können. Das geht relativ einfach, da gibt es eine Methode, addInIFile. Und dann addInIFile können wir dann den Namen unseres INI-Files übergeben. Machen wir das mal, weil es so viel Spaß macht. Config INI. 20 Jahre habe ich auf diesen Moment warten müssen. So. New Item. Neue Klasse. Config INI. Und da mache ich mal einen Abschnitt, wie es halt damals so üblich war. Zum Beispiel meine Favoriteneinstellungen bezüglich der Farben. Und dann habe ich hier Background Dark und die beste dunkle Hintergrundfarbe ist für mich schwarz. Ja, und dann habe ich Background White. Da muss ich übrigens Doppelpunkte verwenden, wenn ich eine Art Hierarchie darstellen möchte. Und da sage ich mal, die beste helle Hintergrundfarbe ist für mich weiß. Ja, ich bin da wenig kreativ. Meine Freundin sagt immer, ich kenne nur 6 Farben. Stimmt überhaupt nicht. Ich kenne 12 Farben, nämlich die 6, die ich kenne, mit und ohne Metallisie. Okay. Ja, und schwarz und weiß sind da dabei. Wunderbar. Ja, und dann lassen Sie uns mal darauf zugreifen, auf diese Konfigurationseinstellung. Configuration Get haben wir hier und was haben wir da gehabt? Ich merke mir ja nichts. Fav Colors Background Dark, sollte man Black rauskriegen. Machen wir da mal einen Breakpoint. Also lange Rede, kurzer Sinn, hier wird so ein Config-Objekt instanziert. Ja, dann werden hier noch weitere Konfigurationseinstellungen gemacht. Am Ende werden auch zur Konfiguration Umgebungsvariablen hinzugefügt. Eine nette Möglichkeit für Testumgebungen, wo Sie einfach Ihre Konfiguration durch Ändern von Umgebungsvariablen abändern wollen. Diese Konfiguration wird dann am Ende des Tages in einer Eigenschaft Configuration, da ist sie auch schon gespeichert. Da passiert also nichts Aufwendiges. Mein Wecker sagt mir, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Das passt ganz gut. Wir liegen auch ganz gut im Zeitplan. Schauen wir uns Configure Services an. Wie schon gesagt, Configure Services bereitet Objekte vor. Objekte, die dann über Dependency Injection von den einzelnen Frameworks wie MVC oder Entity Framework gezogen werden.
und da kriegen wir ein erstes Objekt registriert, das nennt sich App Settings. Das beinhaltet einfach allgemeine Applikationseinstellungen. App Settings ist eine Klasse von der Projektvorlage und wie Sie hier sehen, eine initial sehr schmale Klasse. Da können wir aber noch weitere Eigenschaften hinzugeben, die dann von allen möglichen Frameworks und Framework-Bestandteilen auch vom eigenen Code gelesen werden können. Dann werden hier alle Objekte für Entity Framework hinzugefügt und alle Objekte für den SQL Server Treiber für Entity Framework. Und es wird hier ein ApplicationDB-Kontext, mit dem ich auf Entity Framework zugreifen kann, bereitgestellt. Der wird einfach in diesen sogenannten Container hier reingelegt und dieses Objekt bekommt auch eine Konfiguration untergejubelt. Diese Konfiguration stützt sich auf unser Configuration-Objekt ab. Da wird diese Eigenschaft hier ausgelesen. Data Default Connection, Connection String ist wahrscheinlich die Verbindungszeichenfolge, auf die hier unser Application DB Kontext zugreift. Und diese Verbindungszeichenfolge hat die Projektvorlage netterweise in dieser Config.json für mich abgelegt. Dann werden hier noch weitere Objekte zum Container hinzugefügt, weitere Objekte, die später gezogen werden, Objekte für ASP.NET Identity, da geht es um Security-Mechanismen, aber auch Objekte, und das werden wir da weiter unten sehen, die von MVC benötigt werden, die Standard-ASP.NET MVC-Objekte. Wie schon gesagt, stattdessen könnte ich hier auch eigene Objekte bereitstellen. Ich stelle hier mal, weil es so lustig ist, ein eigenes Objekt bereit. Add Object soll es da geben. No, gibt es da kein Add Object? Add Instance, okay. Ich sage hier, ich stelle ein Objekt vom Typ iConfiguration zur Verfügung und es soll mein Configuration-Objekt sein, das ich vorhin hier aufgesetzt habe, das jetzt auch meine ini-Datei liest. Ja, und somit könnte sich jetzt auch jedes Framework-Bestandteil, aber auch jeder Code, den ich selber schreibe, dieses Objekt bei Bedarf ziehen. So, das ist Configure Services. Schauen wir uns die Configure-Methode an. Die setzt Pipeline-Komponenten auf. Pipeline-Komponenten, durch die jede Anfrage, aber auch jede Antwort durchgeschleift wird. Da wird zum einen geprüft, ob wir im Development-Umfeld sind und wenn dem so ist, wird Browser-Link aktiviert. Eine Pipeline-Komponente für Browser-Link. Wer kennt den Browser-Link? Ja, wenige. Ist, glaube ich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, mit 2013 eingeführt worden. Studio 2013. Die Idee ist, Sie haben eine Verbindung zwischen Ihren Browsern, Ihren 5 Browsern, mit denen Sie Ihre Webanwendung testen und Ihrer Webanwendung. Und Sie können dann in Visual Studio einmal auf Aktualisieren klicken und daraufhin werden dann alle Browser automatisch aktualisiert. Das macht Browser-Link und daneben gibt es dann noch ein paar weitere nette Features, die durch Browser-Link geboten werden. Also ein typisches Feature, das man beim Programmieren verwendet. Darum kommt das Feature auch nur in der Development-Ansicht vor. Und wenn wir entwickeln, dann wollen wir auch zig Fehlermeldungen im Detail anzeigen lassen, zig Exception-Meldungen im Detail. Und darum kümmern sich diese beiden Middleware-Komponenten hier, die hier mit UseErrorPage und UseDatabaseErrorPage registriert werden. Es ist mittlerweile gute Praxis, dass all die Methoden, die Middleware-Komponenten registrieren, mit Use beginnen. Im Produktiveinsatz wird im Fehlerfall einfach eine Fehlerseite angezeigt, wo allerdings keine Exception-Informationen mehr drauf sind. Sie wissen ja, im Produktiveinsatz wollen Sie nicht Exception-Daten rausgeben, weil Exception-Daten könnten ja Angreifern sehr wertvolle Informationen bieten. Dann wird hier eine Middleware-Komponente registriert, die statische Dateien ausliefert. Statische Dateien wie JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, was gibt es noch, Textdateien, was auch immer. Es wird eine Middleware-Komponente für ASP.NET Identity hinzugefügt. Die kümmert sich um Security-Szenarien.
Login über ein Formular, Login über Facebook. Und am Ende wird eine Middleware-Komponente für MVC hinzugefügt. Die Middleware-Komponente, die sitzt am Ende der Pipeline und alles, was da ankommt, wird an MVC weiter delegiert. Somit haben Sie hier den Brückenschlag zwischen der Pipeline und der Framework-Welt. Ja, das ist die Startup-CS. Lassen Sie uns einmal diese Anwendung starten. Ich starte die Anwendung mal ohne Debugger, weil nur in dem Fall kann ich den Code on the fly abändern, ohne dass ich neu kompilieren muss. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Es ist die Frage, warum das hier so lang dauert, weil meine Internetverbindung so langsam ist oder weil die VM so langsam ist. Gesundheit. Ja, früher oder später wird hier eine Website kommen. Eine Standard-MVC-Website, die wiederum auf einem Bootstrap-Template basiert. Ich lasse mir nichts einreden. Don't use recommended settings. Ja, und da gibt es eine About-Seite. Und diese About-Seite gibt hier einen Text aus. Und der Text, der befindet sich im Controller meiner Startseite. Hier haben wir den Controller, den Home-Controller. Und da sehen Sie auch, dieser Controller, der schaut ähnlich aus wie der gute alte Controller unter ASP.NET Classic, unter ASP.NET MVC 5. Eine Klasse, die von Controller erbt und verschiedene Methoden hat. Ja, und da schreibe ich jetzt mal für meine About-Message was Neues rein. Etwas, das jeder Web-Anwender lesen möchte. You've been hacked. Manfred war hier. Wir bieten Security-Schulungen an. So, rein am Rande mal erwähnt. Vielleicht hast du Bedarf. So, ich habe nicht kompiliert. Ich drücke F5. Die Spannung steigt und Sie sehen, ohne Kompilieren sehe ich hier sofort meine Änderung. Schöne Sache. Was wir bei dieser Demo auch gesehen haben, ist, dass trotz Breaking Changes sich die High-Level-API nur wenig ändert. Das Ganze fühlt sich ja ähnlich an wie eine ganz normale MVC-Anwendung, wie ein ganz normaler MVC-Controller. Gehen wir mal auf die Kommandozeile. Lassen Sie uns mal auf der Kommandozeile die Web-Anwendung im Self-Hosting-Modus starten. Das funktioniert übrigens Stand heute auch schon wunderbar unter Linux und unter macOS. Dazu installiert man sich ein Tool, den .NET Version Manager. Und diesen .NET Version Manager kann man fragen, welche Versionen von .NET denn installiert sind. Installieren bedeutet hier, diese Versionen müssen einfach in irgendein Verzeichnis reinkopiert werden. Xcopy Deployment. Und da sehen wir, wir haben hier diese vier Versionen, immer die Beta 4 für unterschiedliche Umgebungen. Einmal x64, einmal x86, einmal die klassische ausgewachsene CLA und einmal die Core CLA, kann das auch gern hier mal größer machen. Ja, und ich sage jetzt da hier .NET Version Manager, ich hätte gerne die Beta 4. Mit den Standardeinstellungen. Und der Version Manager sagt, ja, kriegst du. Und Sie sehen, was hier passiert. Alles, was hier passiert, ist, dass eine BAF-Variable gesetzt wird. Das heißt, der Version Manager, der sorgt einfach dafür, dass die gewünschte .NET-Version als erstes entdeckt wird. Und das zeigt schon, wie leichtgewichtig das neue .NET Core ist. Xcopy-Deployment reicht und wenn dann das .NET auch noch gefunden wird, dann wird es auch verwendet. Übrigens, Sie müssen auch kein explizites Xcopy-Deployment machen. Sie können auch mit Ihrer Anwendung eine INI-Datei mit ausliefern, wo drinnen steht, welche Version Sie haben wollen. Und wenn die Version dann noch nicht vorliegt, dann wird die heruntergeladen. Schöne Sache. Gut, ja, und dann starten wir mal.
unsere Web-Applikation. Das machen sie mit DNX. DNX ist das .NET Execution Environment. Das .NET Execution Environment startet einen Befehl mit dem aktuellen .NET, das sie zuvor konfiguriert haben. Sie erinnern sich an den Webbefehl, der auf Port 5000 einen Webserver im Self-Hosting-Modus hochstartet. Der ist auch schon gestartet. Und wenn alles gut geht, dann sollten wir jetzt da auch auf diesem Port 5000 unser ASP.NET wiederfinden. Localhost Port 5000. Ja, da ist ja auch schon unsere Anwendung. Sie können also wirklich alle möglichen ASP.NET Frameworks, die es für .NET 5 gibt, im Self-Hosting-Modus betreiben. So, für all die von Ihnen, die wenig mit Web machen, die allerdings Services brauchen, sei gesagt, dass Ihre Controller jetzt auch Service-Instanzen sein können. Dazu verpassen Sie einfach Ihren Controllern bestimmte Methoden, wie zum Beispiel eine Get-Methode. Eine Get-Methode, die irgendwas retour liefert, zum Beispiel einen String. Strings sind wenig aufregend, lassen Sie uns etwas Aufregenderes machen. Lassen Sie uns mal eine Hotel-Klasse anlegen. Und da kommen so typische Eigenschaften rein. Da gibt es eine ID, da gibt es einen Namen, da gibt es Sterne und es reicht einmal, oder? So, und hier habe ich jetzt eine Methode, die nennt sich get und es soll mein Lieblingshotel retour liefern. Oder zumindest irgendein Hotel. Return new Hotel. ID 1. Name, kennen Sie das, das Hotel Mama? Ist nicht schlecht, hat allerdings auch sehr starke Überwachungsmechanismen. Es kommt halt nicht so gut, wenn der Hotelgast heimkommt und wenn er gefragt bekommt, wo warst du denn so lange? Hast eh nicht so viel getrunken? Nee, das will man nicht. Aber Sterne 5, ich finde es nicht schlecht. Ich habe danach nie mehr gebügelte Socken gesehen. Das finde ich ganz okay. So. Ja, und schon haben wir unseren Service. Wenn Sie WCF gewohnt sind, dann werden Sie das gar nicht glauben, weil in der Welt von WCF müssen Sie jetzt ungefähr so viel konfigurieren. Hier müssen Sie nichts tun. Hier haben Sie Ihren fertigen Service, den Sie auch aufrufen können. Ich gebe hier vielleicht mal die Index-Methode raus. Nee, lassen wir die drinnen und nennen wir das hier einfach mal Get Hotel. Und mappen wir das Ganze mal auf HTTP-GET, damit es bei einer GET-Anfrage auch verwendet wird. So, Schuss. Ich starte meine Anwendung. Und dann gehe ich hier mal auf die URL. Vielleicht macht man das mit dem Chrome. Der zeigt die Daten ein wenig schöner an. Home, na komm, Breakpoint. Na, mach weiter. Das war der Home-Controller. Get Hotel hat es geheißen, oder? Get Hotel. Ja, und da kriege ich meine Daten standardmäßig in Form von JSON, kann die Daten aber auch als XML-Daten anfordern. Wenn ich ein wenig Muße habe, kann ich auch Unterstützung für eigene Datenformate schreiben. Also wenn Sie schon immer Daten über Edifact oder X12 austauschen wollten, dann können Sie das jetzt hier machen. Das Ganze ist also sehr leichtgewichtig und relativ einfach zu verwenden. So, dann möchte ich noch ein wenig auf die Dependency Injection hinweisen. Vielleicht geben Sie mir noch 5 Minuten, damit ich das in aller Ruhe zum Abschluss bringen kann.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich meine Configuration-Instanz registriere, und zwar für das Interface iConfiguration. Und ich kann jetzt da hier out of the box, ohne viel zu tun, meinem Controller, meinem Home-Controller, einen Konstruktor verpassen. Ein Konstruktor, der vom Container alles Mögliche initiiert bekommt. Entity Framework, meinen Entity Framework Kontext, zig andere Objekte oder auch einfach nur mein Configuration Objekt, das ich vorhin registriert habe. So, wo ist das Lämpchen? Hier ist es. Using bla bla bla, da mache ich mal einen Breakpoint, damit Sie auch sehen, dass da tatsächlich mein Objekt reinkommt, beziehungsweise belassen wir es beim Breakpoint. Wir haben ja keine Zeit für Mätzchen. So, Breakpoint. Ich hoffe, der bricht. Starten wir mal. Ja, und Sie sehen, da kommt jetzt da mein Controller rein, beziehungsweise in den Home-Controller kommt mein Config-Objekt rein. Das ist tatsächlich ein Objekt. Und da gibt es anscheinend verschiedene Quellen. Eine Quelle davon ist die INI-Datei-Quelle. Na komm. Die INI-Datei, die wir vorhin hinzugefügt haben. INI-File, Configuration Source. Und da sollte auch irgendwo unsere Background-Color herumlungen, die wir uns auslesen könnten. Da ist es auch schon. Background-Color, Dark und White. Wunderbar. Sie können sich also alle möglichen Sachen und auch ein paar unmögliche Sachen initiieren lassen und sind somit gut unterwegs, was Testbarkeit betrifft, aber auch Austauschbarkeit. Feine Sache. Gut, lassen Sie mich zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass neue ASP.NET unterstützt aktuelle Trends besser als die alten Versionen. Wir haben auch gesehen, dass der Abstand zur Konkurrenz aufgeholt wird, und zwar ohne auf eigene Vorteile verzichten zu müssen. Wir haben die ganzen Vorteile von .NET, wir haben das Framework, wir haben moderne Sprachen, wir haben Link, wir haben C#, und trotzdem haben aber auch die Vorzüge von Plattformen wie Node.js. Wir haben die Plattformunabhängigkeit, wir haben die Leichtgewichtigkeit, wir haben sogar sowas wie ein Side-by-Side-Deployment. Wir haben eine Vereinheitlichung, Zeit ist es worden, endlich werden Mehrgleisigkeiten ausgemerzt. Wir haben ein Framework für alles. Das heißt aber auch, dass sich Nicht-Webentwickler mit MVC beschäftigen müssen, weil MVC nun einmal das Service-Framework auf .NET 5 sein wird. Breaking Changes sind nicht zu vermeiden, da wollen wir uns auch nichts vormachen, aber die bestehenden Versionen, die bleiben da. .NET 4X gibt es nach wie vor, parallel zu .NET 4.0. Das heißt, Sie müssen nicht sofort migrieren. Und wie gesagt, das Ganze ist auch interessant für klassische Desktop-Entwickler bzw. für Mobile-Entwickler, weil eben MVC das Service-Framework auf .NET 5.0 sein wird. Ja, hier haben Sie nochmal meine Kontaktdaten für den Fall, dass sich im Nachgang Fragen auftun. Vielleicht können wir hier im Plenum noch die eine oder andere Frage auf die Schnelle beantworten. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch im Plenum besprechen sollten? Gut, dann besten Dank, dass Sie hier waren, und noch eine schöne Konferenz. Bis dann.